Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass seit fast einem Jahr sich nichts Substanzielles an der Situation von Familien verbessert hat, dass mittlerweile seit 10 Monaten wir immer wieder feststellen, dass viele Familien mit den Maßnahmen hier oder durch die Maßnahmen im Regen stehen gelassen werden, das macht mich zutiefst betroffen, meine Damen und Herren. Seit einem Jahr diskutieren wir hier über Lohnentschädigung, Kinderbonus, Kinderkrankentage. Überall gibt es Einzellösungen. Doch leider machen Sie dabei immer denselben Fehler. Sie vergessen zahlreiche Familien, die dann durch Ihr Raster fallen. Das ist Stückwerk, meine Damen und Herren, das ist Sichtfahren mit Augenbinde. Und ja, liebe CDU, lieber Herr Brinkhaus, eben war er noch da, Ihr Vorgehen ist beschämend. Ja, Freiheit ist die Freiheit der Schwächeren. Für uns Freie Demokraten eine Selbstverständlichkeit. Um es so auszudrücken, wie ich es als Kind gelernt habe, die Schwächeren, das sind die Kranken, die Alten, die Kinder. Die Bundesregierung muss eben alles Menschenmögliche unternehmen, um sie zu schützen, ohne sie und ihre Familien zu überlassen und ihnen die Freiheit zu nehmen. Und genau hier versagen sie. Die Welt betitelte das Vorgehen des Kanzleramtes zu Kindern gerade erst als lebensfremde Agenda. Stimmt. Es scheint oberste Priorität zu sein, ohne jeglichen Blick auf mögliche Auswirkungen, Schulen, Kitas, Sportstätten auch für Kinder geschlossen zu halten. Und Frau Schön, sehe ich gerade hier nicht, wenn Frau Schön der Familienministerin entgegnet, dass eben noch keine Schnelltests an Schulen und Kitas da sind, wenn sie twittern, dass sie erst vorbereitet werden müssen auf die Öffnung, 10 Monate nach dem ersten Lockdown, dann muss ich Ihnen sagen, ist das Armutszeugnis und Zeichen von Arbeitsverweigerung zugleich. Zwei Aufgaben sind ganz klar. Erstens, ja, immer dieses schwarze Peterspiel. Lassen Sie sich was Neues einfallen. Erstens, schleunigst müssen Konzepte her, die wir anmahnen, die Sie jetzt mittlerweile auch anmahnen, aber seit 10 Monaten nicht liefern, Kollege Beermann. Und zweitens müssen Sie vieles nachbessern, und genau darüber reden wir heute, was Familien so lange Sicherheit gibt, wie diese eben nötig ist. Denn solange diese Konzepte nicht greifen, nicht da sind, müssen alle Familien die Sicherheit haben, die sie brauchen. Fair für alle. Keine Familie darf mehr durch irgendwelche Raster fallen. Und auf drei Beispiele will ich konkret hier eingehen. Erstens, wenn ich Mails bekomme oder wenn ich feststelle, dass wir beispielsweise Polizisten haben, die privat versichert sind und die dann am Ende des Tages durch ihr Krankentageraster fallen, dass sie eben keine Kinderkrankentagegeld bekommen, dann ist das nicht in Ordnung. Wenn wir freiwillig Versicherte, Privatversicherte da auslassen, dann ist das nicht in Ordnung. NRW macht es Ihnen vor. Wir brauchen da ein bundesweites Konzept. Zweitens, wenn wir mitkriegen, dass, und das haben wir Ihnen schon oft genug gesagt, dass wir jetzt in der Eingewöhnungszeit, wo Eltern ihre Kinder in die Kita bringen, dass dann am Ende des Tages das Elterngeld ausläuft, aber gleichzeitig die Eingewöhnungszeit gar nicht möglich ist in der Pandemie, da das Elterngeld so lange weiter zu bezahlen, den Familien die finanzielle Sicherheit zu geben, die sie brauchen, auch das müssen wir machen, meine Damen und Herren. Hier müssen wir den Eltern helfen. Und drittens, seit über einem Jahr reden wir darüber, dass am Ende des Tages das Familienministerium gar nicht oder nur am Katzentisch sitzt, wenn es um das Corona-Kabinett geht wöchentlich. Da verlangen wir und erwarten wir, dass das Familienministerium, die am Ende des Tages ja die Interessen von Familien, von Kindern, Jugendlichen und Senioren vertreten soll, dass die dabei sind. Diese drei Beispiele sollen erstmal hier reichen. Seit über einem Jahr müssen viele Eltern und Kinder die Härten dieser Krise größtenteils alleine meistern. Schon vor einiger Zeit haben wir deutlich gemacht, dass es wichtig ist, dass die Familienpolitik krisensicher gestaltet werden muss. Von der Krise für die Zukunft lernen bedeutet, jetzt sicherzustellen, dass Familienpolitik die Schwächeren, von denen Sie, Herr Brinkhaus, gestern gesprochen haben, dass sie ihre Freiheit zurückbekommen und ihnen Sicherheit geben, ohne die Freiheit zu nehmen. Letzter Gedanke, Herr Präsident. Deswegen brauchen wir einen gemeinsamen Kraftakt für Familien, Länder und Bund. Und da hilft es kein Schwarze-Peter-Spiel Richtung Länder und Kommunen. Da müssen wir als Bund entsprechend richtig in die Bütt. Familien leisten einen Riesenbeitrag in dieser Pandemie. Kinder und Jugendliche verzichten auf so vieles. Eltern zerreiben sich in dem Spagat zwischen Arbeit, Homeschooling und Kinderbetreuung. Da brauchen wir einen Bund-Länder-Kraftakt, um jetzt die Weichen sicherzustellen und zu meistern. Da gibt es eine Menge Hausaufgaben für Sie. Vielen Dank.
Der Kollege Markus Weinberg, CDU/CSU, hat als nächster Redner das